Money Kondo von Hawa Mizimi. Die Welt der Finanzen kann zunächst verwirrend erscheinen. Ist ein einfaches Girokonto ausreichend, um all deine finanziellen Bedürfnisse zu decken? Wann ist der richtige Zeitpunkt für eine private Rentenvorsorge? Und wie sinnvoll ist es wirklich, in Aktien zu investieren? Diese Fragen tauchen oft auf, insbesondere, da Finanzthemen in der Schule oft vernachlässigt werden und zu Hause selten diskutiert werden. Kennst du beispielsweise den Unterschied zwischen einem Fonds und einem ETF? Wenn nicht, wird es höchste Zeit, das Rätsel Finanzen zu lösen. In dieser Zusammenfassung werden wir grundlegende Finanzbegriffe erläutern und dir praktische Tipps geben, um deine finanzielle Situation zu ordnen. Vom Sparen bis zum Investieren beleuchten wir, was wirklich wichtig ist und wo die Fallstricke liegen. Eine entscheidende Frage steht im Mittelpunkt. Welche finanziellen Strategien ermöglichen dir ein sorgenfreies Leben, sowohl heute als auch im Alter? Hawa Mizimi wird dir Antworten liefern und dabei die berühmte Aufräummethode von Marie Kondo auf das Finanzwesen übertragen. Ihre klaren Erklärungen richten sich vor allem an junge Menschen, die sich bisher noch nicht mit Finanzen auseinandergesetzt haben oder vielleicht glauben, dass Themen wie Altersvorsorge erst in weiter Ferne liegen. Dabei ist eine wichtige Weisheit zu beachten. Je früher du dich um deine Finanzen kümmerst, desto besser. In diese Zusammenfassung wirst du außerdem Folgendes erfahren. Warum das Thema Geld oft tabuisiert wird und wie du dennoch offen darüber sprechen kannst. Warum dein Kontostand mit der Zeit schrumpft und wie du dem entgegenwirken kannst. Was Reiskörner auf einem Schachbrett mit Zinsen zu tun haben und wie du dieses Prinzip für dich nutzen kannst. Wir sind hier, um die Welt der Finanzen aufzuhellen und dir praktische Werkzeuge an die Hand zu geben, damit du deine finanzielle Zukunft in die eigene Hand nehmen kannst. Lass uns gemeinsam starten. Kernaussage 1. Über Geld sprechen, ein Muss für finanzielle Klarheit. Wann hast du zuletzt mit jemandem offen über deine Finanzen gesprochen? Wahrscheinlich ist es schon eine Weile her oder vielleicht ist es dir sogar noch nie in den Sinn gekommen. Das ist ein Zustand, den viele von uns teilen, denn über Geld spricht man nicht. Dieser Satz ist fest in unserer Kultur verankert und suggeriert, dass das Sprechen über Geld tabu ist. Doch warum ist das so? Die Zurückhaltung, Geldthemen anzusprechen, wird leicht verständlich, wenn man sich ein einfaches Beispiel vor Augen führt. Stell dir vor, du erklärst deinen Freunden, dass du am Wochenende nicht mitfeiern kannst, weil dein Budget es nicht zulässt. Das kann sich irgendwie peinlich anfühlen, nicht wahr? Das liegt an der sozialen Scham, die mit Geld verknüpft ist. Die Gründe für diese soziale Scham sind vielfältig. Ein häufiges Vorurteil ist, dass finanziell erfolgreiche Menschen aus wohlhabenden Familien stammen, während Personen mit weniger Geld als weniger erfolgreich oder gar als Versager angesehen werden. Diese Vorurteile führen dazu, dass viele lieber schweigen, anstatt sich auszutauschen und voneinander zu lernen. Die Wohlhabenden halten sich aus Scham über ihre Privilegien zurück, während diejenigen mit weniger Geld fürchten, als Versager dazustehen. Auch der Schulunterricht trägt nicht gerade dazu bei, einen offenen Umgang mit Finanzthemen zu fördern. Ehrlich gesagt, wie viel hast du in der Schule über Steuererklärungen, Zinspolitik oder Vermögensbildung gelernt? Wahrscheinlich nicht viel, wenn überhaupt. Eine Studie von Weltsparen aus dem Jahr 2019 ergab, dass die Hälfte der Befragten die deutsche Bildung in Bezug auf Finanzen mit Noten zwischen 4 und 6 bewertete. Das ist bedauerlich, denn Geld ist in der heutigen Welt äußerst nützlich. Eine Umfrage des Finanzdienstleisters Deloitte unter den beiden jüngsten Generationen, den Millennials und der Generation Z, ergab, dass die 4 häufigsten Lebensziele Reisen, ein hohes Einkommen, ein Eigenheim und ein positiver gesellschaftlicher Beitrag waren. In mindestens 3 dieser Ziele spielt Geld eine zentrale Rolle. Geld kann auch dazu genutzt werden, Gutes zu tun, sei es durch Spenden oder soziales Engagement. Kurz gesagt, du solltest deine Finanzen als Werkzeug betrachten, um deine Ziele zu erreichen. Lassen wir uns also nicht von alten Tabus und Vorurteilen einschränken. Geld ist kein Tabuthema, sondern ein nützliches Mittel, um unsere Ziele zu verwirklichen. Stell dir vor, welche Möglichkeiten ein kleines Vermögen eröffnen könnte. Jetzt ist die Zeit, den Weg zu einer finanziellen Klarheit und Freiheit zu beschreiten. Kernaussage 2. Die Wiederbelebung des Spargeistes. Erinnerst du dich an die Zeit, als du als Kind ein Sparschwein hattest, in das Oma und Opa bei jedem Besuch eine Münze geworfen haben? Mit der fortschreitenden Digitalisierung ist das Sparen von Bargeld mittlerweile aus der Mode gekommen.
Allgemein gilt das Sparen nicht unbedingt als glamourös. Dennoch, wer seine finanzielle Situation in den Griff bekommen möchte, kommt um das Sparen nicht herum. Deshalb folgt nun eine kleine Anleitung, wie du den Spargeist wiederbeleben kannst. Die Grundvoraussetzung für erfolgreiches Sparen ist ein genauer Überblick über deine Einnahmen und Ausgaben. Am besten führst du über mehrere Monate hinweg ein Haushaltsbuch. Deine Einnahmen umfassen alles, was auf deinem Konto eingeht, wie beispielsweise dein Gehalt. Deine Ausgaben lassen sich in zwei Kategorien unterteilen: Fixkosten, zu denen Miete, Handyrechnungen, Abonnements und regelmäßige Ausgaben gehören, und variable Kosten, die Ausgaben für Einkäufe, Café- und Restaurantbesuche und so weiter umfassen. Die Haushaltsbuchmethode bietet gleich zwei Vorteile. Zum einen hilft sie dir dabei, potenzielle Sparquellen zu identifizieren, und zum anderen ermöglicht sie dir festzustellen, wie viel Geld dir nach Abzug deiner Fixkosten monatlich zur Verfügung steht. Diesen Betrag kannst du dann in verschiedene Budgets aufteilen. Erstelle beispielsweise ein Budget für Freizeitaktivitäten, wie beispielsweise 100 Euro pro Monat, um mit Freunden auszugehen. Ein anderes Budget könnte für den Kauf eines neuen Laptops vorgesehen sein und ein weiteres für die Altersvorsorge. Hierbei sind zwei Dinge besonders wichtig. Erstens, plane niemals zu knapp, und zweitens, halte dich an deine eigenen Vorgaben. Eine einfache Möglichkeit, dies zu tun, ist das sogenannte Drei-Konten-Modell. Das erste Konto ist dein Basiskonto, auf das deine Einnahmen und monatlichen Fixkosten eingehen. Von diesem Konto überweist du per Dauerauftrag Geld in deine verschiedenen Budgets, auf ein variables Konto und auf ein Sparkonto. Das Sparkonto ist quasi dein modernes Sparschwein. Erinnerst du dich daran, wie das Sparschwein immer zu Hause stand? Genau das ist der Trick beim Drei-Konten-Modell. Du solltest nur eine Giro- oder Kreditkarte für das variable Konto bei dir tragen. So gerätst du unterwegs nicht in Versuchung, Geld vom Basiskonto abzuheben oder sogar dein Sparkonto anzutasten. Zusammengefasst, das Sparen gelingt am besten, wenn du dein Geld in verschiedene Budgets aufteilst und diese mit Hilfe des Drei-Konten-Modells verwaltest. Bist du schon dabei, in deinem Kopf die Budgets zu planen? Eine wichtige Sache dabei ist, die Absicherung persönlicher Risiken nicht zu vergessen. Kernaussage 3: Sicher durchs Leben und gut versorgt ins Alter. Versicherungen, Haftpflicht, Fahrrad, Auto, Pflegezusatz, Zahnzusatz, Unfall, Hunde, Lebens-, Haushalt. Die Liste ist endlos. In der heutigen Zeit kann man sich gegen beinahe alles versichern, aber was ist wirklich sinnvoll? Beginnen wir mit der einfachsten Form der Absicherung, dem Notgroschen. Das ist das Geld, das du für unerwartete Ereignisse beiseite legst, wie beispielsweise wenn deine Waschmaschine den Geist aufgibt oder dein Laptop plötzlich den Dienst versagt. Für solche unvorhergesehenen Ausgaben sollte man idealerweise mindestens 3 Nettogehälter zurücklegen. Aber um sicherzustellen, dass dein Notgroschen nicht für Schäden aufgezehrt wird, die du versehentlich verursacht hast, benötigst du eine Haftpflichtversicherung. Das ist ein absolutes Muss. Diese Versicherung deckt sowohl Sach- als auch Personenschäden. Stell dir vor, du verursachst einen Unfall mit deinem Fahrrad, bei dem jemand schwer verletzt wird. Ohne eine Haftpflichtversicherung müsstest du sämtliche Kosten tragen, von den Krankenhausrechnungen bis hin zum Einkommensausfall. Im schlimmsten Fall können diese Kosten in die Millionen gehen. Was passiert, wenn du aufgrund von gesundheitlichen Problemen nicht mehr arbeiten kannst? Leider kommt das immer wieder vor. Für solche Fälle gibt es zwar eine staatliche Erwerbsminderungsrente, aber diese fällt oft deutlich niedriger aus als dein ursprüngliches Gehalt. Deshalb ist es klug, eine Berufsunfähigkeitsversicherung abzuschließen. Und was ist mit der Altersvorsorge? Hier solltest du nicht allein auf den Staat setzen. In Deutschland basiert das Rentensystem auf dem Umlageverfahren, bei dem aktuelle Beiträge der Arbeitnehmer an die Rentner verteilt werden. Aufgrund schrumpfender Bevölkerungszahlen und der steigenden Lebenserwartung wird die gesetzliche Rente jedoch in Zukunft wahrscheinlich geringer ausfallen. Eine zusätzliche Altersvorsorge ist daher unerlässlich. Wenn dein Arbeitgeber dir eine betriebliche Altersvorsorge anbietet, nutze sie. In diesem Fall übernimmt dein Arbeitgeber Beiträge, die dir später eine Zusatzrente einbringen. Es gibt auch andere Modelle, bei denen du selbst Beiträge zahlst und von Steuervorteilen profitierst. Am besten besprichst du das mit deinem Vorgesetzten. Eine weitere Option ist die Riester-Rente, die sich vor allem für Geringverdienende und Eltern lohnt. Der Staat gewährt Zuschüsse zu den eigenen Beiträgen.
175 Euro pro Jahr und zusätzlich 300 Euro pro Kind. Was wir lernen? Lebensrisiken können nicht vermieden werden, aber wir können uns dagegen absichern, mit Haftpflichtversicherung, Berufsunfähigkeitsversicherung und zusätzlicher Altersvorsorge. Übrigens, eine Möglichkeit der Altersvorsorge sind auch Aktien. Aber ist das nicht sehr riskant? Kernaussage 4. Warum 10.000 Euro nicht gleich 10.000 Euro sind? Erinnerst du dich an den Film The Wolf of Wall Street mit Leonardo DiCaprio? Er spielte darin einen Börsenmakler, der durch fragwürdige Methoden zu enormem Reichtum gelangt, aber letztendlich, Spoiler-Alarm, ins Gefängnis wandert. Viele denken bei Aktien an solche Geschichten. Doch in der Realität sieht die Welt der Investments meist anders aus. Tatsächlich ist es völlig legal, mit Aktien und anderen Anlagen gutes Geld zu verdienen. Aber warum überhaupt investieren? Stell dir vor, du hast 10.000 Euro angespart. Aufgrund einer durchschnittlichen jährlichen Inflation von etwa 2% kannst du dir dafür von Jahr zu Jahr immer weniger kaufen. Inflation bedeutet schlicht, dass die Preise steigen. Dein Geld verliert also an Kaufkraft. In 10 Jahren werden 10.000 Euro von heute nur noch ungefähr 8.200 Euro wert sein. Früher gab es Zinsen auf Sparbücher oder Tagesgeldkonten, wodurch das Geld jährlich vermehrte. Die Inflation wurde dadurch ausgeglichen oder sogar übertroffen, weshalb es sich lohnte, das Geld einfach bei der Bank zu lassen. Allerdings gibt es heute kaum noch Zinsen und Experten zufolge wird das in absehbarer Zukunft auch so bleiben. Daher erweisen sich Investitionen, beispielsweise in Form von Anleihen, als sinnvoll. Anleihen werden von Unternehmen oder Staaten ausgegeben und sind im Grunde Kredite. Wenn du Anleihen kaufst, erwirbst du das Recht auf Rückzahlung plus Zinsen. Diese Zinsen variieren je nachdem, wie hoch das Risiko eines möglichen Ausfalls der Rückzahlung ist. Ratingagenturen schätzen die Bonität der Emittenten, also derjenigen, die die Anleihen herausgeben, ein. Deutschland gilt beispielsweise als finanziell sehr vertrauenswürdig, weshalb eine deutsche Staatsanleihe von 2019 mit einer Laufzeit von 10 Jahren lediglich 0,25% Zinsen einbringt. Argentinien, das seit 1827 bereits 8-mal bankrott ging, bot dagegen 2017 eine 100-jährige Anleihe mit einem Zins von knapp über 7% an. Ähnlich wie Anleihen bergen auch Aktien unterschiedliche Risiken. Beim Kauf von Aktien erwirbst du Anteile an einem Unternehmen. Der Wert einer Aktie hängt von Angebot und Nachfrage ab. Je mehr Menschen Aktien eines Unternehmens kaufen wollen, desto wertvoller werden diese. Dein Geld vermehrt oder verringert sich also mit dem Wert deiner Aktien. Kurz gesagt, aufgrund der Inflation und des Ausbleibens von Zinsen verliert Geld auf dem Sparkonto langfristig an Wert. Daher können Investitionen in Anleihen oder Aktien eine lohnende Alternative sein. Aber was bestimmt eigentlich die Nachfrage am Aktienmarkt? Und welche Strategien sind am klügsten, um erfolgreich zu investieren? Kernaussage 5. Lieber ein bunter Strauß Aktien statt einzelner Blüten. Anfang 2021 tweetete Elon Musk, "I kinda love Etsy." Auf Deutsch, irgendwie liebe ich Etsy. Etsy ist eine Online-Plattform, auf der Menschen handgemachte Produkte verkaufen. Dass Musk dies mochte, war an sich keine große Überraschung. Doch der Tweet hatte Konsequenzen. Innerhalb kürzester Zeit stieg der Aktienkurs von Etsy um 10% und fiel kurz darauf genauso schnell wieder zurück. Was bedeutet das für deine Investition? Es gibt durchaus rationale Gründe, warum die Nachfrage nach bestimmten Aktien steigt oder fällt. Dazu gehören Faktoren wie der wirtschaftliche Erfolg eines Unternehmens oder seine Zukunftsaussichten. Auf der anderen Seite wird der Aktienmarkt auch von irrationalen Ereignissen beeinflusst, wie der Tweet von Musk zeigt. Solche Ereignisse sind leider genauso schwer vorhersehbar wie weltweite Katastrophen. Die Covid-19-Pandemie hat beispielsweise der Tourismusbranche erheblichen Schaden zugefügt. Wer Aktien von entsprechenden Unternehmen nicht rechtzeitig verkaufte, erlitt erhebliche Verluste. Wie kann man solche Risiken minimieren? Die goldene Regel für das Investieren in Aktien lautet, streue dein Kapital breit. Investiere niemals ausschließlich in eine einzelne oder nur wenige Aktien. Wenn du beispielsweise neben Tourismusaktien auch Aktien aus der Technologiebranche besessen hättest, hättest du wahrscheinlich deine Verluste ausgleichen können.
Tatsächlich haben die Aktien von Unternehmen wie Apple von der Covid-19-Krise profitiert und sind heute wesentlich mehr wert als zuvor. Glücklicherweise gibt es eine äußerst bequeme Möglichkeit, dein Kapital breit zu streuen, und das sind Investmentfonds. Diese Fonds bündeln verschiedene Aktien und manchmal auch andere Finanzinstrumente wie Anleihen. Der Vorteil? Selbst wenn einige der Aktien schlecht abschneiden, hat dies aufgrund der breiten Streuung nur einen geringen Einfluss auf dein Gesamtportfolio. Ein weiterer Vorteil ist der geringe Aufwand, da du dich nicht um den Kauf und Verkauf von Aktien kümmern musst. Das übernehmen Fondsmanager, deren Aufgabe es ist, den Fonds stetiges Wachstum zu ermöglichen, indem sie schlecht performende Aktien austauschen. Es gibt zwei Arten von Investmentfonds, ausschüttende und thesaurierende. Ausschüttende Fonds zahlen Gewinne in der Regel jährlich aus, unabhängig von der Wertsteigerung. Hierbei handelt es sich um Dividenden, die Unternehmen ihren Aktionären als Belohnung für ihre Beteiligung am Unternehmen zahlen. Thesaurierende Fonds reinvestieren diese Gewinne, sodass du automatisch jedes Jahr neue Anteile des Fonds erwirbst. Der Aktienmarkt wird immer wieder von unvorhersehbaren Ereignissen beeinflusst. Das damit einhergehende Risiko lässt sich durch breite Streuung minimieren. Fonds bieten eine gute Möglichkeit für Einsteiger, dies zu tun. Allerdings haben Investmentfonds auch einen Nachteil: sie verursachen Gebühren. Hier kommen Exchange-Traded Funds, ETFs, ins Spiel. Kernaussage 6: Geld mit dem DAX verdienen. ETF, das Akronym hast du wahrscheinlich schon einmal gehört. Diese Anlageform ist derzeit in aller Munde. ETF steht für Exchange Traded Funds, zu Deutsch börsengehandelter Indexfonds. Lass uns genauer betrachten, was sich hinter diesem Begriff verbirgt. Stell dir vor, es gibt Obstkörbe, die nach bestimmten Themen zusammengestellt sind, wie regionales Obst oder Zitrusfrüchte. Ein Index ist im Grunde genommen dasselbe, nur dass er sich nicht auf Früchte, sondern auf Aktien bezieht. Der DAX, Deutscher Aktienindex zum Beispiel, bündelt die Aktien der 40 größten Unternehmen in Deutschland. Der MSCI World ist sein weltweites Gegenstück und umfasst etwa 1600 Aktien aus 23 Industrieländern. Aber was unterscheidet ETFs von Investmentfonds? Die Kriterien für ETFs sind standardisiert und werden nicht von einem Fondsmanager festgelegt. Wenn ein Unternehmen aus dem DAX ausscheidet, werden seine Aktien in einem ETF automatisch durch die des nachrückenden Unternehmens ersetzt. Daher spricht man auch von passiven Fonds. Sie werden nicht aktiv verwaltet, was zu niedrigeren Gebühren im Vergleich zu aktiv gemanagten Fonds führt. Solltest du also lieber ETFs anstelle von Investmentfonds kaufen? Tatsächlich haben große ETFs, die beispielsweise den MSCI World nachbilden, in der Geschichte der Börse kontinuierlich an Wert gewonnen. Trotz aller Krisen und Börsencrashs belief sich der durchschnittliche jährliche Gewinn in den letzten 50 Jahren auf knapp 7%. Aktiv gemanagte Fonds übertreffen diese Leistung nur selten. Deshalb sind ETFs eine großartige Einstiegsmöglichkeit in den Aktienmarkt. Die Voraussetzung ist jedoch, dass du deine Investition langfristig anlegst, und zwar für mindestens 10 Jahre. Über diesen Zeitraum hat sich beispielsweise der DAX trotz aller Schwankungen immer positiv entwickelt. Ob das in der Zukunft so bleibt, ist zwar nicht garantiert, aber ein starkes Indiz dafür. Doch spricht überhaupt noch etwas für aktiv gemanagte Fonds? Ja, insbesondere in Bezug auf Umwelt- und Klimaschutz. Es gibt zwar ETFs mit entsprechenden Kriterien, aber diese sind oft vage und stützen sich häufig auf Selbstaussagen der Unternehmen. Hier lohnt es sich, nach grünen Fonds zu suchen, bei denen die Fondsmanager nicht nur auf den Gewinn, sondern auch auf die Umweltauswirkungen der Unternehmen achten. Kurz gesagt, ETFs werden nach automatisierten Kriterien zusammengestellt. Je mehr Aktien sie abdecken, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit einer langfristigen Wertsteigerung. Wer in umweltfreundliche Investitionen tätigen möchte, sollte jedoch aktiv gemanagte Fonds in Betracht ziehen. Vielleicht hast du nun Lust bekommen, selbst zu investieren, glaubst aber nicht genügend Geld dafür zu haben? Das ist ein Irrtum! Kernaussage 7: Wie du mit geringen Einsätzen hohe Gewinne erzielst. Es gibt eine indische Legende über den Erfinder des Schachbretts, der vom König einen Wunsch erhielt. Er bat um Reiskörner, wobei auf dem ersten Feld ein Reiskorn, auf dem zweiten zwei, auf dem dritten vier und so weiter platziert werden sollte. Immer die doppelte Menge des vorherigen Feldes. Der König willigte ein, ahnte jedoch nicht, wie großzügig er war.
Tatsächlich war allein das letzte Feld 9 Trillionen Reiskörner wert. Dieses Konzept des exponentiellen Wachstums kann auch beim Investieren genutzt werden und wird als Zinseszins bezeichnet. Angenommen, du investierst monatlich einen kleinen Betrag in einen Fonds, der eine jährliche Rendite von etwa 5,5% erwirtschaftet. Diese Rendite berücksichtigt den Gesamtertrag, den das investierte Kapital über einen bestimmten Zeitraum erzielt, einschließlich Dividenden und Zinsen aus Anleihen. Da der Fonds langfristig an Wert gewinnt, entspricht eine Rendite von 5,5% von Jahr zu Jahr einem höheren Geldbetrag. Durch die Wiederanlage der wachsenden Rendite ergibt sich Folgendes. Wenn du im Alter von 21 Jahren beginnst, monatlich 50 Euro zu investieren, hast du insgesamt 27.600 Euro eingezahlt. Aber durch den Zinseszins würde sich dieser Betrag auf fast 90.000 Euro erhöhen. Insgesamt ergibt das 120.070 Euro. Bereits kleine Investitionen lohnen sich also. Aber was ist, wenn du über eine größere Geldsumme verfügst? In diesem Fall könnte eine Immobilie eine profitable Option sein. Immobilien steigen in der Regel im Wert und werfen durch Mieteinnahmen eine regelmäßige Rendite ab. Du kannst eine Wohnung erwerben, auch wenn du nur einen Teil des Geldes besitzt. Du benötigst lediglich ein Eigenkapital von 15-20% des Kaufpreises und nimmst einen Kredit für den Rest auf, den du mit den Mieteinnahmen begleichst. Auf diese Weise zahlst du die Wohnung ohne Verluste ab und erhältst später ein passives Einkommen. Was wir daraus lernen: Du musst nicht reich sein, um zu investieren. Selbst kleine regelmäßige Beträge zahlen sich durch den Zinseszins aus. Für diejenigen, die über mehr Geld verfügen, können Immobilien eine interessante Option sein, da sie risikoarm sind und regelmäßige Mieteinnahmen generieren. Ob der König jemals die Unmengen an Reis an den Schachbretterfinder gezahlt hat, ist nicht überliefert. Einmalige Auszahlung wahrscheinlich nicht. Aber vielleicht erhielt der Erfinder eine lebenslange Reisrente. Zusammenfassung zum Buch Money Kondo von Hawamizimi. Deine finanziellen Angelegenheiten müssen nicht rätselhaft und unübersichtlich sein. Mit einfachen Methoden wie einem Haushaltsbuch kannst du eine klare Übersicht über deine Einnahmen und Ausgaben schaffen und so erkennen, wo du Einsparungen vornehmen kannst. Anschließend ist es wichtig, dich gegen finanzielle Risiken abzusichern. Danach kannst du mit dem zusätzlich verfügbaren Geld in Anleihen, Aktien oder Immobilien investieren, da es auf dem Konto aufgrund niedriger Zinsen und der Inflation an Wert verliert. Egal wie du vorgehst, betrachte dein Vermögen als Mittel, um deine Wünsche zu erfüllen. Wer sich in sein Geld verliebt und geizig wird, wird am Ende nicht glücklich sein. Aber wer seine Finanzen im Griff hat und dadurch sein Leben freier gestalten kann, wird glücklicher sein. Vielen Dank, dass Sie zugehört haben. Ich hoffe, Sie haben wertvolle Einblicke und Inspiration aus dieser Zusammenfassung gewonnen. Wenn Ihnen diese Zusammenfassung gefallen hat und Sie mehr spannende Buchzusammenfassungen hören möchten, dann würde ich mich sehr über Ihr Like für dieses Video und Ihr Abo für unseren Kanal freuen. Auf diese Weise verpassen Sie keine unserer kommenden Zusammenfassungen und bleiben immer auf dem Laufenden. Teilen Sie gerne Ihre Gedanken und Einsichten, die Sie mit dem Buch gemacht haben, unten in den Kommentaren mit uns. Teilen Sie Ihre Meinung und lassen Sie uns gemeinsam in einen interessanten Gedankenaustausch eintreten. Nochmals vielen Dank fürs Zuhören und wir freuen uns darauf, Sie beim nächsten Buch wieder hier zu begrüßen. Bis bald!